Hast gehört, das ist genau richtig heute, liebe Anja. Ja, wobei wir jetzt. Du hast ja vorher schon gesagt, wenn wir über Neujahrsvorsätze für 2023 reden, ja, haben das viele auf dem Schirm und sagen, ja, gerade das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, wobei ich tatsächlich heute noch ein bisschen was anderes mitgebracht habe. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und ich glaube, das liegt daran, dass jetzt einfach im letzten Jahr so viele neue Hunde in Familien gekommen sind, ja, dass einfach so viel mehr Hunde da sind, dass das Leben alles ein bisschen enger wird. Mhm. Und wir einfach mehr Hundebegegnungen haben auch. Und das ist tatsächlich spürbar. Das merkst, ja, du in deinem Beruf ja auch, dass es viel, viel mehr, ja, auch unerzogene Hunde gibt. Genau. Was wären so, wie würdest du das kurz zusammenfassen, typische Angewohnheiten, wo du sagst, ja, das musst du dem Hund abgewöhnen? Schlechte Angewohnheiten. Das ist jetzt ganz schwierig für mich zu beantworten, weil das... ich finde, dass Hunde einfach ein eigenes Wesen haben und ich immer gucken muss, was in mein Leben passt. Mhm. Also wenn du mich das fragst, ich habe einen Hund, ich habe zwei Hunde, die lassen keine Besucher rein. Und das wäre für die meisten ein absolutes No-Go und das würde überhaupt nicht gehen. Ja. Ich manage das halt einfach und trainiere das natürlich, dass sie das schaffen. Mhm. In anderen Familien wird das überhaupt nicht funktionieren und das muss abtrainiert werden. Was ich wichtig finde tatsächlich, ja, ist, wenn ich die Haustür aufmache und zum Beispiel an der Straße lebe. Mhm. Also, dass die nicht direkt in den Garten rauslaufen können. Dass sie sich können, so freuen, dass sie sofort raus wollen. Genau, dass wenn ich die Tür aufmache, dass sie sofort rausrennen. Mhm. Das ist, finde ich, einfach ein Sicherheitsrisiko. Ja. Und das sollte ich in jedem Fall trainieren mit meinen Hunden. Wie gewöhnst du einen Hund ab, wenn er sich so freut und unbedingt sofort rausstürmen will aus der Tür? Da habe ich einen kleinen Film zugebracht, weil ich habe das gleiche Problem mit meiner Kisha. Die stürmt nämlich auch gerne raus. Ich mache es immer so, dass ich zusehe, dass ich am Anfang natürlich das Brustgeschirr anziehe und sie innen schon anleine und halt nicht einfach die Haustür aufmache. Da gebe ich ihr ein kurzes Wartezeichen, mache die Tür ein bisschen auf und mache sie dann aber, lass sie nicht direkt raus. Lob sie dafür, dass sie da ruhig steht, halt sie auch wieder so ein bisschen zurück. Und gehe dann gesittet mit ihr raus und hinter der Tür gibt es dann gleich direkt mal ein Leckerchen. Also, dass sie weiß, dass sie halt nicht direkt rausrennt wie so eine Begaste. Und dann gehe ich wieder rein. Also, ich mache das tatsächlich so, dass ich ein paar Mal rein und raus gehe, ja, dass sie einfach lernt, dieses nach draußen gehen ist nicht... Ich renne und habe sofort voll den Mörder Spaß, sondern wir gehen halt ein paar Mal ruhig rein und raus. Und wenn die versuchen, rauszustürmen, dann bremse ich wieder freundlich ein, sag nochmal warte. Und dann gehen wir gemeinsam langsam raus und da belohne ich und verstärke ich halt immer das richtige Verhalten. Und da hast du jetzt gesehen, sie ist raus und hat sich sofort zu mir umgedreht. Weil sie schon weiß, was sie erwartet. Weil sie schon weiß, was sie erwartet. Ja. Also es ist diese Kombination, wie fast immer eigentlich, als Belohnung, genau, die dazugehört, genau, und immer während der Wiederholung, genau. Genau. Dass sich das wirklich einschleift. Dass sich das wirklich einschleift und dass man da in der Ruhe sozusagen rausgeht. Mhm. Was mir noch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, weil viele immer sagen, ja, man muss vor dem Hund irgendwie aus der Tür, damit ich das Alpha bin und so, das ist ein totaler Blödsinn. Ach so, ist nicht so? Nein, ist nicht so. Und dieses Training soll auch nicht dazu dienen, mich da irgendwie zu etablieren, sondern wirklich dient nur der Sicherheit. Mhm. Und hat überhaupt gar nichts mit irgendwelcher Rangfolge zu tun. Die gibt es zwischen Hund und Mensch nicht. Also das ist nachvollziehbar ist. Genau. Wenn du an einer vielbefahrenen Straße genau, wohnst, da muss ich einfach aufpassen, dass der mir da nicht rausrennt. Und dass man auch nicht in so einer Schnelligkeit auf den Spaziergang losgeht. Mhm. Ja? Was ja auch wieder ein Thema ist, dass man sich mehr Zeit, Stichwort Entspannung, haben wir genau, dass man einfach ein bisschen entspannter losgeht. Was wäre noch ein weiterer guter Vorsatz für die Hundeerziehung? Was ich ganz oft sehe, ist, dass die Menschen so Probleme damit haben, ihren Hunden die Pfote abzuputzen. Lustig. Also jetzt gerade bei dem Wetter ist das halt sowas... was die Hunde einfach nicht so gerne mögen, wenn da dran rumgeputzt wird. Und dann zieht man es halt irgendwie einfach durch. Und gerade bei jungen Hunden, die fangen dann halt an, ins Handtuch zu beißen. Und dann hat man irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Ja. Und das ist ja nicht schön für beide. Und wenn ich einen Hund habe, der sich so ungern an der Pfote anfassen lässt, wie die Pippa. Das ist meine kleine Pippa. Und da sieht man immer, wenn ich die an der Pfote anfasse, zieht die Pfote weg. Mhm. Das heißt, da fange ich wirklich ganz von vorne an, dass ich kurz an der Pfote anfasse, die Kisha schafft das ein bisschen besser, ich streiche die Pfote aus und dafür kriegt sie ein Leckerchen, dass sie es angenehm empfindet,
dass ich da lang streiche. Und bei der Pippa hat man jetzt gesehen, ich habe das ein bisschen mit ihr geübt, jetzt hat sie schon ausgehalten, dass ich da ein bisschen länger dran rumstreiche. Mhm. Aber du siehst auch, dass sie die Pfote immer so ein bisschen so wegnimmt. Ja, sie ist, genau. Mag es nicht wirklich. Genau. Und bei der Kisha kann ich dann den nächsten Schritt gehen, dass ich sage, okay, ich halte die Pfote auch mal kurz weg. Und wenn das nur mit der Hand gut geht, dann fange ich eben mit dem Handtuch an. Mhm. Dass ich sie langsam ausstreiche und das aber als Trockenübung mache und nicht, wenn die Hunde total siffig reinkommen, ich auf gar keinen Fall möchte, dass die jetzt schlammverschmutzt quer durch die Wohnung rennen. Und wenn ich das so langsam aufbaue und mir die Zeit dafür nehme, dann schaffen die Hunde das halt auch viel besser. Bei der Kisha halte ich immer noch so ein bisschen, dass sie weiß, okay, jetzt da kurz stehen bleiben. Und schleicht dann die Belohnung auch langsam aus, dass ich halt nicht für jedes kleine bisschen ausstreichen belohne, sondern dass ich dann halt, genau, dann kann ich halt vorne und hinten schon mal sauber machen, kann sagen, gib mir die Pfote. Mhm. Und das macht es halt viel, viel leichter und angenehmer. Ja. Und du sprichst ja aus Erfahrung, also es funktioniert ja dann tatsächlich. Ich habe 3 Hunde, die ich immer sauber machen darf, wenn ich reinkomme. Das war auch eine Zeit lang beschäftigt. Genau. Dieses Spazierengehen hast du ganz kurz schon angeschnitten. Ja. Also Stichwort achtsamer spazieren gehen. Mhm. Wie ist das genau gemeint oder auf was kommt es da an? Das wäre ja auch ein Vorsatz. Ja, also ich finde, die meisten Menschen sind viel, viel zu schnell mit ihren Hunden unterwegs. Die rennen halt mit ihren Hunden spazieren. Und ich habe mal einen typischen Spaziergang mit meinen beiden aufgenommen. Also da war ich mit 2 unterwegs und die Pippa ist ja nun auch ein bisschen älter. Wir schlören, also im Westfälischen sagt man schlören. Ich weiß jetzt nicht, wie man im Bayerischen dazu sagt. Wir gehen langsam spazieren. Schlendern, ja, das ist alles bayerisch. Ja, genau. Also wir gehen wirklich langsam. Ich lasse die Hunde auch mal gucken, weil Hunde gucken einfach wahnsinnig gern. Die gucken einfach gerne mal in die Gegend. Mhm. Und lass sie schnüffeln und dräng sie eben nicht die ganze Zeit weiter, dass ich sage, okay, wir müssen hier jetzt unsere Runde rumgehen und die müssen wir irgendwie in der Zeit schaffen. Ja. Schnell ist nicht unbedingt Qualität. Ja. Ja, also Quantität ist da tatsächlich nicht Qualität, sondern einfach mal stehen bleiben, sich irgendwo hinsetzen, eine Pause machen. Wenn meine Hunde stehen bleiben, bleib ich bei denen stehen und gehe nicht weiter und warte, bis die sozusagen weitergehen. Weil wenn ich meine Hunde beim Spazierengehen immer überhole und einfach weitergehe, dann drücke ich die so nach vorne. Mhm. Und ich finde, so ein entschleunigter Spaziergang, und das zeigen uns übrigens Seniorenhunde und alte Hunde sehr, sehr gut, so richtig entschleunigte Spaziergänge sind wirklich gut für die Seele, für beide. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, dem Mensch das ja auch gut tut, dem Menschen. Ja. Weil du eben, Stichwort gestern, Entspannung, ja nicht auf der Jagd bist. Genau. Überhaupt nicht. Genau. Hast du noch einen Vorsatz fürs neue Jahr, wenn wir schon dabei sind? Ich habe noch einen Vorsatz für alle Menschen und der ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass sie ihre Hunde besser lesen lernen. Lesen heißt verstehen, was sie wollen. Verstehen, was sie wollen. Es gibt Beschwichtigungssignale. Mhm. Beschwichtigungssignale zeigen uns, dass ein Hund jetzt irgendwas nicht so gerne mag oder sich unwohl fühlt. Mhm. Und wir sehen das hier jetzt gleich in dem Film, den ich mitgebracht habe. Das ist der Sam. Der Sam ist sehr klar in seinen Signalen. Der schaut mit den... Ja, die Kisha quatscht immer so. Genau, die Kisha gähnt, weil sie es komisch findet, dass ich mit der Kamera davor bin. Ja. Und der Sam geht immer so mit den Augen hin und her und zwinkert so ganz leicht. Leicht nervös. Und das zählt schon zu den Beschwichtigungssignalen. Dadurch zeigt er schon, ich finde das jetzt hier nicht so cool, dass du mit der Kamera so davor stehst. Ja. Da sehen wir die Luna und den Bär. Und der Bär findet es nicht so cool, dass die Luna sehr aufdringlich ist. Und der zeigt das, indem er immer mal wieder wegschaut. Da schlägt er sich ganz schnell über den Fang, guckt auch kurz rüber, wieder das Fang schlecken, weggucken kurz. Die Luna wendet sich ab. Da sehen wir es nochmal in Slow-Mo, da in langsam. Der Bär schlägt sich wieder kurz über den Fang. Da schmatzt er, schlägt, guckt wieder weg. Und auf sein kurzes Weggucken, und tatsächlich hat er sie da auch kurz angebrummt, daraufhin wendet sich die Luna gleich so ein bisschen ab und zeigt ihm die Seite und zeigt ihm dadurch, okay, ich habe dich verstanden. Mhm. Das ist eine sehr, sehr vorsichtige und ängstliche Hündin. Da sieht man auch wieder das Schlecken. Die gähnt auch viel, die verlangsamt die Bewegungen viel, hebt kurz die Pfote und das sind so Mini-Zeichen. Da bist du dann tatsächlich als Mensch gefragt und musst sagen, mein Hund signalisiert mir gerade,
Ganz schlecht. Jetzt nicht. Genau. Geh jetzt bitte, geh weiter. Also entweder zum Beispiel in Menschenkontakt. Mhm. Also viele Menschen möchten ja gerne jeden Hund streicheln. Ja. Und viele Hunde mögen das aber nicht. Mhm. Und ich muss das ja auch nicht immer zulassen. Mhm. Also nicht jeder Hund muss sich von jedem Menschen streicheln lassen. Nee. Und wenn ich dann schon sehe, der gähnt, der guckt irgendwie weg, dann lachen sich immer alle kaputt. Aha. Aber eigentlich zeigt mein Hund, boah, ich finde das jetzt echt nicht gut. Ja, ja, allein diese, am Anfang, was du gezeigt hast, dieses Schauen. Also er war sichtlich unwohl, dass er da gefilmt wird, dass du mit der Kamera vor seinem Gesicht fummelst. Man könnte es auch missverstehen und sagen, der ist so süß und der schaut so lieb. Aber das ist wichtig. Ja. Okay, also Hunde besser lesen können. Ja, Hunde besser lesen können, vor allen Dingen in Bezug auf kleine Kinder. Gut. Also man sieht ja ganz viele Fotos, wo Kinder auf Hunden sitzen und die dann lachen und das totales Stressgesicht sind. Ja. Das wäre echt wichtig. Gut, das ist also der wichtigste Vorsatz vielleicht fürs neue Jahr. Stichwort Lesen ist ganz gut. Lesen Sie das alles nach in Anjas Buch. Wir sind ein Team. Mhm. Unser Wir in Bayern Hundebuch. Da gibt es ganz, ganz viele Erziehungstipps. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen neuen Vorsatz. Gibt es im gut sortierten Buchhandel, sagt man immer, und im BR-Shop. Also das lohnt sich auf alle Fälle, auch fürs neue Jahr. Danke, liebe Anja. Sehr gerne. Sehen uns ja gleich. Was gibt es morgen bei dir traditionell zum Trinken an Silvester? Rotwein. Also tatsächlich mache ich an Silvester, ich mummel mich mit meinen Hunden auf der Couch ein und wir hoffen, dass das irgendwie an uns vorüberzieht. Das denke ich mir. Ja, ich mache immer laute Science-Fiction-Filme an, da wird vorher schon so viel geschossen. Dann sind sie merken die das draußen nicht so. Ja. Genau.